Liebe Freunde, liebe Kameraden des Flügels und damit sind auch die Damen gemeint, es ist schon überwältigend, auch für mich als Bundestagsabgeordneter, der oftmals schon im Bundestag gesprochen hat, hier vor 1000 Menschen vereint in einem Gedanken zu sprechen. Vereint in einem Gedanken Deutschland, unser Land, unsere Heimat, unser Volk, meine Damen und Herren. Wir alle haben den weiten Weg nach Thüringen in die Mitte unseres deutschen Vaterlandes auf uns genommen, um wie jedes Jahr ein Zeichen zu setzen. Ich freue mich als deutscher Patriot ganz besonders, weil ich hier und heute vor euch und nach unseren Altgedienten, nennen wir sie Kyffhäuser-Veteranen, sprechen darf. Dafür, lieber Björn, lieber André und lieber Andreas, nochmals herzlichen Dank. Unweit des Fußes des von hier liegenden Kyffhäuserbergs, wo in einer Höhle unser Kaiser Friedrich Barbarossa mitsamt seinem Gefolge schläft, ist es richtig und angemessen, dass wir uns um Deutschland und seine Zukunft Gedanken machen. Denn er, Barbarossa, ist es, der der Sage nach eines Tages erwachen soll, um Deutschland zu retten und wieder zur neuen Herrlichkeit zu führen. Lasst uns ihn alle rufen, Barbarossa, erwache! Liebe Freunde, auf dem Weg aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern durch Mitteldeutschland habe ich viel darüber nachgedacht, was ich zu sagen habe, denn es gibt so viel zu sagen. Eine knappe halbe Stunde ist hierfür nicht genug, aber viel mehr als es zu sagen gibt, gibt es zu tun. Und was es zu tun gibt, das wisst ihr alle. Deshalb, liebe Freunde, seid ihr hier, um es kurz zu sagen, wir sind nicht hier, um die Welt zu retten. Wir sind hier, um unser geliebtes Vaterland, unser Deutschland, jenen zu entreißen, die es fest und erbarmungslos am Hals mit ihren Klauen im Würgegriff hinter sich herziehen und sich anschicken, es in den Abgrund hinunterzuwerfen. Wir, liebe Freunde, stehen wie eine feste Wehr auf dem Felde vor diesem Abgrund und wollen und werden Hand in Hand, Schulter an Schulter, Mann für Mann, unüberwindbar das monströse Heer der politischen Kartellparteien unfähig machen, ihren feigen Plan zu vollenden. Stehen wir auf, liebe Freunde. In und um Deutschland ist es einsam geworden. In den letzten 13 Jahren der märkischen Kanzlerschaft hat sich in und um Europa alles verändert. Der Frieden und die Ordnung sind unter der Kanzlerschaft Merkels weggebrochen. Glaubt man den Medien, ist die EU umringt von Bösewichten. Im Osten Putin, im Westen Trump, im Süden Erdogan. Die Bezeichnung Trumps durch den Bundespräsidenten als Hassprediger, statt für seinen Wahlsieg zu gratulieren, Erdogan, dessen Auftrieb nicht zuletzt dem vorangegangenen Abwenden der EU von der Türkei und der anschließenden Aufwertung Erdogans während seines Wahlkampfes durch den märkischen Flüchtlingsdeal geschuldet ist, und die durchaus streitbaren Sanktionen gegen Russland haben zu der unguten Situation geführt, in der sich Europa und Deutschland befindet. Es hat sich im Zuge der Flüchtlingskrise eine moralische Überheblichkeit Deutschlands als Hegemon Europas statuiert, die sich als ein neues deutsches Selbstwertgefühl breitmacht. Deutschland erhebt sich wieder einmal, diesmal zu einem moralischen Vorreiter über die Länder der Welt, der allein die liberalen Werte verteidigen will. Am deutschen moralischen Wesen soll jetzt die Welt genesen. Liebe Freunde, es ist notwendig, die sich sukzessiv nach der 68er-Bewegung entwickelnde linksliberale Blase endlich platzen zu lassen.
Der sachliche und vernünftige Diskurs ist abgeschafft. Er muss wiederhergestellt werden. Dafür sind wir mit der AfD angetreten. Und die Chancen stehen gut. Inzwischen erkennt fast jeder, dass Realpolitik nur noch mit wirklichkeitsfremder Besserwisserei, demonstrativer moralischer Überlegenheit, Ausschluss demokratischen Denkens, behaupteter Alternativlosigkeit und Bekenntniszwang bekämpft wird. Selbsthass und Anklage gegen die westlich und christlich geprägte Kultur sind kein ausschließlich deutsches Phänomen, sondern in linken Kreisen weltweit verbreitet. Die deutschen Linken haben ihr Nazi-Feindbild, die linken Engländer und Franzosen ihr koloniales Erbe und die linken Amerikaner ihre Rassentrennung und deren Umgang mit der indigenen Bevölkerung. Alles dreht sich um Schuld und Wiedergutmachung und die daraus erwachsenen Gebote. Diesen linksmotivierten Selbstanklage-Fetisch begreifen aber inzwischen immer mehr als Angriff auf die gewachsenen Kulturen, womit letztlich der Wahlsieg Trumps, der Brexit, das Erstarken der österreichischen FPÖ und hier vielleicht ein Gruß nach Österreich zu HC Strache. Das Erstarken der österreichischen FPÖ und auch kürzlich der Ausgang der italienischen Nationalwahlen zu erklären sein dürfte. Die linksmotivierten Auflösungsbestrebungen von Nationalstaaten und die herbeigesehnte One World spielen aber letztlich nur multinationalen Konzernen in die Hände. Und die Linken bemerken dies in ihrer Borniertheit noch nicht einmal. Sie schaffen damit ein identitätsloses, weltweit ausbeutbares Effizienzheer für das grenzenlose, gewinnsteigerungssüchtige Großkapital. Um es klar zu sagen, freier Welthandel ist gut. Aber er muss den Menschen dienen und nicht wenigen großkapitalistischen Unternehmenskonstruktionen, die jegliche Konkurrenz auffressen und aufsaugen und imperiale, wirtschaftliche und somit letztlich auch politische Macht in sich vereinen. Liebe Freunde, in Deutschland inszeniert sich die Fratze eines deutschen moralischen Überlegenheitsgefühls, das sich anschickt, die EU-kritischen Nachbarn, die Polen, als national verseuchte, die Brexit-Briten als gesteuert von europafeindlichen Populisten, die Amerikaner als geführt von einem Selbstsuchtkranken, die Ungarn als Orban-höriger Grenzzaunbauer und die italienischen Wahlgewinner als herzlose Flüchtlingsverweigerer zu deklarieren. Wenn nun auch noch in Frankreich Le Pen ihre Macht weiter ausbaut, die mit der ÖVP regierende FPÖ die Geschichte Österreichs wesentlich mitzubestimmen vermag und Geert Wilders in Holland an Einfluss gewinnt, dann wäre für diese Deutschen das Ziel erreicht, dass es nur noch ein Land mit menschlichen Werten, mit aufrechter Moral gäbe, Deutschland. Liebe Freunde, kollektives Denken, kollektive Unterwerfung werden in Deutschland fälschlicherweise als Harmonie begriffen. Es wurde bis zum Einzug der AfD in den Bundestag und in viele Landesparlamente in Deutschland eine Konsensdemokratie ohne politischen Diskurs, ohne Streit, ohne individuelles Moment gepflegt. Sachliche, realpolitische Ansätze, das Infragestellen von Positionen, wurde als störend empfunden. Als so störend, dass man diese vom politischen Diskurs auszuschließen versucht war. Demokratische Prozesse versuchte man so durch Überstülpen moralischer Vorgaben zu verhindern, sodass Kritiker zu Recht von einem Primat der Moral über das Recht sprechen. Und dass sie nicht Unrecht haben, liebe Freunde, sieht man an den rechtswidrigen Einzelentscheidungen Angela Merkels, die in einer Selbstermächtigung gleichkommen. Und so kam der bis heute anhaltende Tag der offenen deutschen Tür, die Euro-Rettung und die Energiewende zustande. Insbesondere bei der in der deutschen Nachkriegsgeschichte einmaligen Entscheidung, die Tore Deutschlands für kulturfremde Völker zu öffnen, ist es Angela Merkel gelungen, die deutsche Konsenssucht so weit auszunutzen,
das ohne Debatte, ohne Anrufung des deutschen Parlaments im Übrigen bis heute unser Staatsgebiet quasi aufgegeben wird. Das ist die Schuld Merkels, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich, diese Frau Merkel muss weg. Und in der US-amerikanischen Demokratie funktioniert das System von Checks and Balances, also der gerichtlichen Überprüfung und Ausgleich politischer Entscheidungen. Das sieht man an der vormaligen gerichtlichen Aufhebung Trumps Entscheidung zur Nichteinreise von Menschen aus ausgewählten muslimischen Ländern. In Deutschland hingegen wird die Drohung mit dem Verfassungsgericht ausschließlich als politisches Druckmittel genutzt. Wir erinnern uns alle, und es wurde heute schon mehrfach erwähnt, an die Ankündigung Seehofers, Verfassungsklage zu erheben, würde Frau Merkel nicht für den Schutz der bayerischen Grenze sorgen. Da lag ihm bereits das von der CDU in Auftrag gegebene Gutachten eines Verfassungsgerichtspräsidenten vor, das die eigenmächtige Grenzöffnung Merkels als verfassungsfeindlich deklarierte. Und trotz des Seehoferschen Ultimatums gibt es bis heute die lückenlose Grenzüberwachung nicht, weder in Bayern noch anderswo. Verfassungsklage hat Seehofer, damals noch bayerischer Ministerpräsident, dennoch nicht erhoben. So zahnlos, wie Herr Seehofer damals war, so ist er auch heute, meine Damen und Herren. Zwar zeigt er gerade wieder angesichts des unvermeidbaren Verlustes der CSU-Mehrheit zur anstehenden Bayerwahl sein Gebiss, aber mehr als die gute Arbeit eines politischen Dentallabors ist dieser neuerliche, ultimative Tigerbrüller nicht. Unter dem Seehoferschen Zahnersatz schlummert nach wie vor die Zahnlosigkeit. Und liebe Freunde, die Menschen haben längst erkannt, dass hier auch keine noch so gut haftende Colgate-Creme helfen wird. Selbst wenn Frau Merkel bis Ende Juni mangels EU-einheitlicher Regelungsmöglichkeit einen Vorschlag für nunmehr nur bilaterale Abkommen vorlegt, will Seehofer lediglich sogenannte Flüchtlinge zurückweisen dürfen, die ein Einreiseverbot in Deutschland haben oder bereits in einem anderen EU-Land um Asyl nachsuchten. Professor Meuthen hat es bereits erwähnt. Das sind aber nur 20% derer, die über unsere ungeschützte deutsche Grenze kommen. Das ist aber schon geltendes Recht. Und da frage ich mich, warum dies bisher in Kauf genommen wurde. Hier hat man bis heute wissentlich Rechtsbrüche toleriert und wird dies wahrscheinlich auch weiter tun. Wir, liebe Freunde, wir wollen, dass unsere Grenze vollends geschlossen wird, und zwar so lange, bis die Festung Europa steht. Liebe Freunde, was ist unser Deutschland? Wir begreifen unser Deutschland als unser Haus, in dem wir bisher in Wohlstand, Frieden und Eintracht lebten. Ein Haus mit festen Grundmauern, einer Tür und einem umzäunten Garten mit einem Tor. Einer Tür und einem Tor, das wir selbstverständlich verschließen. Ein Haus, in dem wir mit unserer Familie im ausgleichenden Interesse aller Familienmitglieder friedlich miteinander wohnen wollen, arbeiten, essen, feiern und auch streiten wollen. Ein Haus, in dem jedes Familienmitglied eine Stimme hat und gefragt wird, wenn es um das Schicksal der Familie geht. Wenn es um grundlegende Fragen des gemeinsamen Zusammenlebens geht. Ein Haus, in dem es Regeln gibt, an die sich alle zu halten haben. Ein Haus, das sauber, gut geordnet, gepflegt und sicher ist. Das auf gute Bildung der Kinder, auf Anstand, Höflichkeit, Fleiß und gegenseitige Achtung Wert legt. Und in dem jeder seinen Teil zum gemeinsamen Familienleben beiträgt. Und natürlich lassen wir denjenigen ein, der draußen vor der Tür in Gefahr ist, weil Verbrecher nach seinem Leben trachten. Wir gewähren ihm den Schutz der Mauern. Wir geben ihm zu essen und zu trinken.
aber wir verschließen danach wieder die Tür. Denn wir wollen nicht, dass die draußen lauernden Verbrecher ebenfalls durch die offene Tür Einlass bekommen, meine Damen und Herren. Und wir gehen davon aus, dass der Verfolgte dankbar dafür ist. Und wir achten gut darauf, wann die Gefahr vorüber ist. Denn für uns ist dieser zeitweilig Hilfesuchende ein nur vorübergehender Gast. Verlangt dieser Verfolgte allerdings nach geraumer Zeit des Aufenthaltes, dass wir von nun an nach seinen Regeln leben, dass auch wir auf unser geliebtes Eisbein verzichten sollen, dass unsere umfangreiche Bibliothek mit philosophischen Büchern über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in den Keller verbannt werden soll, dass unsere Toilettenbrille abgebaut werden soll, dass fortan die Tür für alle, die eintreten wollen, offen bleibt, verweigert er sich bei der Haushaltsführung, sich einzubringen, weil es gegen seine gottgegebene Männlichkeit verstoße, verlangt er, dass sich die Frau und die Töchter verhüllen mögen oder ihm gar gefügig sein sollen, dann, liebe Freunde, dann hat unsere Hilfsbereitschaft ein Ende, dann setzen wir diesen Gast vor die Tür. Und liebe Freunde, wenn dies wie selbstverständlich wohl fast alle Deutschen tun würden, warum tun sie es denn nicht mit unserem Haus Deutschland? Begreifen wir unser Land als unser Haus und unsere Nation als unsere Familie, wird jedem klar, warum wir so denken, wie wir denken. Diese Metapher, meine Damen und Herren, diese Metapher müssen wir jedem Willkommensbrüller, jedem Merkel-Versteher, jedem linksgrünen Gutmenschen unter die Nase halten. Fordert sie auf, ihre Wohnungstüren und Gartentore für jeden, der eintreten will, zu öffnen. Und ihr werdet sehen, dass keiner von denen dazu bereit ist. Es ist verlogen und heuchlerisch, dies von einem Land zu verlangen, aber sich selbst der Aufgabe des eigenen zugunsten Fremder zu verweigern. Wir, liebe Freunde, wir sind die Ehrlichen und die da, die belügen sich nur selbst. Liebe Freunde, Frau Merkel hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Politik zu entpolitisieren. Die ehemals konservative Partei mit dem C im Namen ist durch Frau Merkel entleert worden. Von einer auf den ersten Blick gegebenen Sozialdemokratisierung der Union kann man schwerlich sprechen, schaut man sich Sozialdemokraten wie den Kanzler Schröder an, der unter Inkaufnahme des Risikos seiner Abwahl seine Agenda 2010 durchsetzte. So etwas hat Frau Merkel nicht drauf. Merkel geht es einzig und allein um den Machterhalt. Wie ein flüchtender, ängstlicher Hase schlägt sie ihre Haken immer genau dahin, wo sie meint, die beste Option zum Machterhalt zu haben. Um Inhalte, gar konservative Politiksetzungen, geht es ihr schon lange nicht mehr. Ehemals konservative Werte wie Familie, Identität, Tradition, Achtung und Anerkennung des eigenen sind in drei merkelschen Kanzlerlegislaturen bis nahe zur Unkenntlichkeit zerstört worden. Autoritärer Selbsthass, Ekel vor dem eigenen und die Anbetung des Fremden sind seitdem Programm. Unzählige Förderprogramme wurden unter Merkel initiiert, damit die politische Auseinandersetzung mit dem Andersdenkenden gänzlich unterbleibt. Vorneweg die Stasi-Kanade-Kompanie der Amadeo-Antonio-Stiftung, die den größten Teil ihres Unterhaltes vom Bundesfamilienministerium erhält, um unliebsame angebliche Fake News im Internet aufzuspüren und, wie es im Geheimdienstjargon heißt, zu neutralisieren. Diese Maßnahme reiht sich ein in ein dem Bewusstsein der Bürger eingepflanzten Bedürfnis, Widerstand gegen Rechts zu leisten. Will sich doch niemand nachsagen lassen, wie möglicherweise Oma und Opa im Dritten Reich, keinen Widerstand gegen das angeblich gesellschaftlich Böse geleistet zu haben. Das Phänomen
sich als Widerständler zu generieren, obwohl man genau das Gegenteil tut, nämlich sich in den Dienst der Herrschenden stellt, das ist ein intellektuelles Kunststück, das nur Linken einfallen kann. Und es ist ja, und meine Damen und Herren, es ist ja auch schön bequem und es tut dem Gewissen so gut, den Widerstand risikofrei und am besten von der Couch im Wohnzimmer einer in der besten Lage gelegenen Stadtvilla auszuleisten, Sektchen und Häppchen in der Hand, mit linksaktuellen Freundeskreis aus Journalisten, Künstlern, Kulturschaffenden, linken Politikern in Marshemden und anderen Salonbolschewisten. Und so tut auch das politische Establishment nichts anderes, als dieses Gutgefühl des Kampfes gegen rechts mit allen Mitteln und Möglichkeiten zu füttern, bis hin zur Finanzierung von gewaltorientierten Stammtischwiderständlern wie dem antifaschistischen Schwarzen Block durch Geldzuwendungen für Teilnahme an Demos gegen rechts aus Steuermitteln. Pfui, kann ich da nur sagen, meine Damen und Herren. Und ergänzt wird dies durch Toleranzpreise und Gerechtigkeitsmedaillen für Künstler und solche, die sich so nennen. Feine Sahne Fischfilet. Liebe Freunde, dieser Fisch stinkt vom Kopfe her. Die westliche Linke verkennt in anbetungsgleichem Aufgehen in Umweltreligionen und Offenheitsideologien die wahren Probleme unserer Gesellschaft, nämlich die Tatsache, dass wir unseren mit negativer Demografie erkauften Wohlstand nur dann erhalten können, wenn wir den testosterongesteuerten in Deutschland und in Europa einfallenden jungen Männerüberschuss patriarchisch geprägter Kultur eindämmen. Wir müssen diesen Zustrom eindämmen, sonst verlieren wir alles, was wir haben, meine Damen und Herren. Dieser scheinbare Humanismus der Linken ist dazu angetreten, seine eigenen Bedingungen abzuschaffen. Milton Friedmans richtige Theorie, man könne entweder offene Grenzen oder aber einen Sozialstaat haben, wird von den sich sonst so sozial geredenden Linken schlichtweg ignoriert. Die linken Realitätsverweiger haben ein Narrativ von einem weiblichen, offenen, ökologischen und pazifistischen Deutschland entwickelt, das einem Potjomkischen Disneyland gleich mit einer multitrivialen Ordnung gleichkommt. Wie kann man ernsthaft annehmen, dass Deutschland ein Land der ungehinderten Einwanderung sein kann mit sozialem Frieden, kostenfreier ärztlicher Versorgung, Wohnungen für alle und strenger Mülltrennung? Hier zeigt sich die absolute Verweigerung der Linken, Realität anzuerkennen. Wir, liebe Freunde, sind angetreten, um das zu erhalten, was uns ausmacht. Unsere Kultur, unseren Staat, unser Volk. Wir, meine Damen und Herren, wir sind die Widerständler, die Linken so gerne sein wollen. Wir stellen uns gegen den linksgrünen Mainstream und gegen die Meinungsdiktatur in dem Bewusstsein und der Erkenntnis, das Richtige zu tun. Und Sie kennen es alle, wir nehmen dafür die Nachteile in Kauf. Umsatzeinbußen in unseren Firmen, den Verlust des Arbeitsplatzes, die Abkehr von vermeintlichen Freunden, Beschimpfungen, Beleidigungen, Diskriminierungen und öffentliche Diskreditierung, Angriffe auf unsere Häuser, auf unsere Autos und auf unsere körperliche Unversehrtheit. Wir, liebe Linken, wir sind die Widerständler in Deutschland und nicht ihr. Wir sind diejenigen, die Widerstand leisten. In den Parlamenten, in Vorträgen, auf Stammtischen und Informationsabenden und auf der Straße. Und die gehört dazu. An Informationsständen, Mahnwachen und Demonstrationen
Und, liebe Freunde, wir werden immer mehr. Und nicht nur bei der AfD, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ja, auf der ganzen Welt regt sich etwas. Die Rückbesinnung auf sich selbst, auf die eigene Identität, auf die eigene Geschichte, die eigenen Wurzeln. Denn wenn man nicht weiß, woher man kommt, dann weiß man auch nicht, wo man hinzugehen hat. Es geht, liebe Freunde, um nichts anderes als um den Erhalt unserer selbst, unserer Sippe, um unsere eigene Evolution. Und nur so ist auch der Erhalt der Vielfalt möglich. Wir wollen Vielfalt und Diversität in allen gesellschaftlichen Belangen. Dazu gehört aber auch zwingend Grenzziehung. Vielfalt setzt Unterschiedlichkeit voraus. Unterschiedlichkeit heißt aber, anders zu sein. Und damit ist nicht gemeint, besser oder schlechter als der andere. Liebe Freunde, wir haben begriffen, Andersartigkeit, Unterschiedlichkeit und Abgrenzung ist nichts Schlechtes. Gleichmacherei und Vermischung von Verschiedenem führt zu einem Einheitsbrei, der nicht mehr bunt, sondern graubraun ist, eine graubraune Masse ohne Gesicht und ohne Identität. Liebe Freunde, ich komme zum Ende. Lasst uns unsere vielfältige Welt erhalten. Lasst uns uns selbst erhalten und tragt dafür Sorge, dass auch das andere, das Fremde erhalten bleibt. Aber dort, wo es hingehört. Überhöht euch nicht, aber seid stolz auf euch und auf das eigene. Ob dies gelingt, liebe Freunde, liegt nur an uns, an jedem Einzelnen von euch. Gehen wir zusammen dem Guten entgegen. Es wartet dort, ergreifen wir es für Deutschland. Herzlichen Dank.